Hi Leute, hier ist HiCarb Christian. Entschuldigt bitte die komische Videoperspektive gerade. Ich bin umgezogen für mein Auslandssemester und wohne jetzt hier in diesem Zimmer in Amersfoort in den Niederlanden. Und ich habe mein Stativ nicht mitgenommen. Das nehme ich erst beim nächsten Mal mit, wenn ich wieder in Bochum bin. Deshalb muss ich jetzt erstmal so komisch filmen. Jetzt so auf einem Stiftebecher zum Beispiel. Die Bundesregierung hat ja vor einiger Zeit, ist noch nicht so lange her, ihr Zivilschutzkonzept erneuert, beziehungsweise angekündigt, dass es bald komplett erneuert sein wird. Und in vielen Minimalismusgruppen hat man sich dann die Frage gestellt, ist das eigentlich minimalistisch, so einen Vorrat anzulegen? Und in den Medien wurde das ja so dargestellt, als ja, die Bundesregierung ruft zu Hamsterkäufen auf, weil morgen der Dritte Weltkrieg ausbricht. Und dann haben halt einige gesagt, das ist Bullshit, weil Hamstern hat halt überhaupt nichts mit Minimalismus zu tun. Und ich möchte das mal aus einer anderen Sicht erläutern. Also wenn ich übrigens dahin gucke, da stehen meine Notizen gerade. Wie ist das Konzept überhaupt gemeint? Irgendwie hat jedes Land ein Zivilschutzkonzept. Und es geht nur darum, dass falls irgendeine Katastrophe eintritt, das muss jetzt kein Krieg sein, das kann auch eine Überschwemmung sein oder ein langfristiger Stromausfall, weil irgendwas passiert ist oder so, dass die Bevölkerung sich erstmal selber versorgen kann mit Nahrungsmitteln und Wasser, bevor der Staat eingreifen kann, weil man annimmt, halt die ganzen Versorgungsinfrastrukturen werden kaputt sein, es wird Chaos herrschen und deshalb ist es dann halt nicht so möglich, zum Beispiel Brot zum Supermarkt zu liefern. Und dann ist es irgendwann weg und die Leute hungern und das ist scheiße. Und das ist halt an sich auch nichts Neues. So ein Zivilschutzkonzept gab es eigentlich schon immer, wahrscheinlich. Und es wurde zuletzt 1995 aktualisiert und 2012 hat man eben die neuen aktuelle Novellierung in Auftrag gegeben, damit das den aktuellen Ansprüchen genügt. Und jetzt ist das halt fertig geworden nach 4 Jahren. Und dass das halt 4 Jahre gedauert hat, daran sieht man auch, wie absolut dringend das jetzt ist, ne? Und die neuen Anweisungen lauten: Im Falle einer Katastrophe wie Hochwasser, Stromausfall oder Sturm besteht die Gefahr, dass Lebensmittel nur noch schwer zu bekommen sind. Sorgen Sie daher für einen ausreichenden Vorrat. Ihr Ziel muss es sein, 14 Tage ohne Einkaufen überstehen zu können. Die Lösung liegt in Ihrer Verantwortung. Ob und wie viel Sie vorsorgen, ist eine persönliche Entscheidung. Wenn wir uns angucken, was die Regierung sagt, soll man eben für diesen Zeitraum ausreichend Lebensmittel und Wasser einlagern. Also sie sagen jetzt zum Beispiel knapp 5 Kilo Getreide, Getreideprodukte, Nudeln, Kartoffeln, Reis, ungefähr fast 6 Kilo Gemüse und Hülsenfrüchte, Milch und Milchprodukte. Obst und Nüsse, Fleisch, Fisch, Eier, fette Öle, andere Dinge wie Zucker, Süßstoff, Honig, Marmelade nach Belieben, aber auch so Sachen wie Seife oder Toilettenpapier, die es dann wahrscheinlich einfach nicht mehr geben wird in irgendeinem Krisenfall. Und dann sagen halt einige, das hat doch jetzt nichts mit Minimalismus zu tun, wenn man 20 Kilo Lebensmittel und 30 Liter Wasser zu Hause hortet. Ich denke, ja, das hat nichts mit Minimalismus zu tun, weil sich das meiner Meinung nach einer Beurteilung aus minimalistischer Sicht einfach total entzieht. Das ist für mich nichts, worüber man irgendwie entscheiden sollte, sondern was man meiner Meinung nach am besten befolgen sollte. Das sind halt keine unsinnigen Anweisungen, sondern das hat einen realen, ganz praktischen Bezug, weil man nicht weiß, wann eine Katastrophe zuschlagen wird. Und deshalb sehe ich das halt wie Belege aufheben für eine Steuererklärung. Das ist halt lästig und jeder hasst es und keiner will es machen. Aber am Ende sollte man es trotzdem tun, ansonsten kriegt man Probleme irgendwann. Und es gibt ja auch ganz alltäglichen Praxisbezug. Man hat Erspartes in Form von Lebensmitteln zu Hause. Das heißt, wenn das Geld am Ende des Monats knapp ist, hungert man nicht, weil man immer noch Sachen da hat. Wenn man natürlich überhaupt am Anfang das Geld hat, um sich so einen Vorrat anzulegen, natürlich. Also kann es einem schon mal nie mehr passieren, dass man nur noch ein Glas Senf und ein Glas Gurken im Kühlschrank hat. Und es geht ja auch nicht darum, dass man die Anweisungen jetzt irgendwie total strikt befolgt. Ich als Veganer würde jetzt zum Beispiel keine Milchprodukte oder Fleisch einlagern, weil ich das eh nicht essen würde und den Sinn dahinter nicht sehe. Sondern das sind Richtwerte, die kann man nach Belieben abändern, wie man möchte. Es geht halt nur um das Bewusstsein, dass das braucht man so ungefähr, wenn man sich 2 Wochen lang ernähren möchte. Es sind halt keine Bibelzitate, sondern es sind einfach so Vorschläge und Richtlinien. Zumal, wenn man sich so einen Vorrat anlegt, geht es ja nicht darum, dass man sich einmal einen Vorrat anlegt und danach dann so, oh, nach einem Jahr ist es abgelaufen, ja, ab in die Tonne damit, ich kaufe es neu, sondern am besten ist es, dass man sich einen Vorrat anlegt und den einfach kontinuierlich aufbraucht und dann nachkauft, wenn was leer ist. Zum Beispiel, man holt sich einen 5 Kilo Sack Linsen, der ist leer, man holt sich einen neuen 5 Kilo Sack Linsen.
ziemlich einfach eigentlich. Und man ist dann, glaube ich, ziemlich dankbar, wenn man das gemacht hat, wenn dann mal ein schwerer Sturm kommt oder so und man ein paar Tage lang nicht einkaufen kann. Ich finde, es ist viel weniger minimalistisch, irgendwie zum Supermarkt zu rennen und den Supermarkt zu plündern und irgendwie sich alles gedankenlos zu greifen, weil man in Hektik ist und die anderen Leute sind auch alle in Hektik und alle sind in Panik und es sieht aus wie beim Black Friday bei Target in den USA, dass man dann halt versucht, noch möglichst viele Lebensmittel einzukaufen. Ich glaube, das ist dann wieder einkaufen, ohne nachzudenken, was man ja als Minimalist eigentlich vermeiden möchte. Deshalb finde ich es schon, wenn man es denn minimalistisch betrachten möchte, finde ich es minimalistischer, das vorher mit Bedacht zu machen, als nachher in Eile, wenn man noch mit Panik dealen muss. Wenn man das halt nicht macht und dann auch keine Einkäufe mehr abbekommt, kann man halt sagen, ja, man stirbt vor Hunger, aber hey, man ist hundertprozentig minimalistisch gewesen, wenn man es mal auf die Spitze treiben möchte. Und das finde ich halt ebenso wenig sinnvoll. Das ist ja auch nicht, dass man würde ja auch nicht mit dem Auto losfahren ohne Ersatzreifen oder mit dem Auto mit nur noch 2 Litern Benzin im Tank oder so. Das sind so Sachen, wo jeder Sache denken würde, so, das macht man einfach nicht. Genauso wie ich halt nicht ohne einen gewissen Lebensmittelvorrat leben würde. Es ist ja auch nicht minimalistischer, dass man sich nur eine Flasche Wasser kauft als einen Kasten. Darum geht es doch überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht darum, beim Minimalismus so wenig wie möglich zu haben, sondern es geht darum, die Dinge zu haben, die einen was bedeuten, die das eigene Leben, Überleben fördern und generell ja darum, sich von physischem und psychischem Ballast zu befreien, der einen an seiner freien Lebensausübung hindert. Es geht nicht darum zu sagen, jetzt will so wenig wie möglich haben und deshalb kaufe ich nur eine Flasche Gerolsteiner und keinen Kasten Gerolsteiner. Das hat für mich nichts mit Minimalismus zu tun, sondern ist irgendwie eine für mich nicht notwendige Challenge, mit wie wenig kann ich überleben. Aber das ist doch überhaupt nicht praxisnah. In dem Sinne finde ich es halt minimalistischer, sich vorher Gedanken darüber zu machen, was man bevorratet und das mit Bedacht zu wählen und im Ernstfall zu genießen, dass man nicht an Hunger und Kälte stirbt, als sich jetzt Gedanken darüber zu machen, ob es minimalistischer ist, ja, eine Flasche Gerolsteiner einzulagern oder einen Kasten Gerolsteiner. Dementsprechend, ich finde, dass man einen Vorrat anlegen sollte. Wenn ihr Interesse habt, kann ich auch noch mal irgendein Video machen, wie so ein Vorrat aussehen könnte. Aber zu sagen, das ist nicht minimalistisch, das kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Wenn ihr dieses Video toll fandet, wahrscheinlich nicht die Videoqualität oder die Videoperspektive, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute!